meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich war heute unterwegs und habe, glaube ich, insgesamt 4 DMs abgeklappert, um an die Adventskalender zu kommen. Und beim letzten war ich auch tatsächlich erfolgreich. Und ich wollte jetzt mit euch hier den Alverde Adventskalender auspacken. Der kommt hier in diesem schönen braunen Design daher, also so einem Karton praktisch. Eigentlich kein Hochglanz, alles schön matt gehalten. Von hinten sieht der Adventskalender so aus. Man hat hier auch ein Loch zum Hinhängen, also insgesamt 3 Stück, also dass man ihn praktisch auch an die Wand hängen kann. Finde ich sehr, sehr schön gelöst. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit Türchen 1. Und das ist im Endeffekt hier. Übrigens, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt auszuschalten. Denn in Türchen 1, das sieht hier so aus, und hier ist auch schon irgendwas rübergerutscht, das gehört irgendwo anders hin. Komm raus. Hier ist eine Handcreme drin, und zwar für normale Haut mit Bio-Baumwollextrakt und Bio-Vanilleextrakt. Und die riecht schon mal sehr, sehr gut, und meine Hände sind auch ziemlich trocken, deswegen probiere ich gleich mal aus. Sie lässt sich schön einarbeiten in die Hände und zieht auch recht schnell ein. Fühlt sich sehr pflegend an, fühlt sich sehr dick an und riecht halt richtig lecker nach Vanille. Ja, typischer Weihnachtsduft, finde ich, so Vanille. Genau. Machen wir weiter mit Türchen 2. Das ist dieses hier. Und hier haben wir... Ja, komm raus. Ein Schaumbad. Und zwar Chai Latte Duft. Hört sich auch sehr, sehr interessant an. Freue ich mich schon drauf. Weil baden gehe ich ja wirklich sehr, sehr gerne. Dann kommen wir auch schon zu 3. Und die ist hier oben. Und hier haben wir Ampullen drin. Okay. Ich gehe unvoll frei raus, ja. Und zwar nennt sich das Sensitive Elixier. Das sind 2 so Ampullen im Endeffekt. Tue ich aber mal wieder rein, nicht, dass die verloren gehen. Ja, dann sind wir auch schon bei der Tür 4. Und die 4 ist hier unten. Und hier haben wir ein Duschgel drin, und zwar die Pflegedusche Bio Minz und Bio Mergamotte. Und ich glaube, das gibt es auch im Standardsortiment. Sehr, sehr lecker, sehr, sehr erfrischend. Eigentlich ideal zur Dusche in der Früh zum Aufwachen. Genau. Dann kommen wir auch schon zur 5. Und die 5 ist hier. Und hier haben wir so eine kleine Keksteigform drin als Schneemann. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ich glaube, ich lasse den gleich mal hier so stehen. Dann kommen wir auch schon zur Nummer 6. Und 6 ist ja bekanntlich der Nikolaus. So, wo ist die Nummer 6? Da. Also einmal hier unten. Das geht auch etwas schwerer raus. Ja, und hier haben wir drinne ein Zellaktivserum Power Extensions Blauer Hibiskus, das sieht so aus. Für die Haut ab 30, okay. Kann man jetzt nichts riechen. Ja, denke ich, wird einfach so eine Gesichtscreme sein. Dann kommen wir auch schon zur 7, und die 7 ist hier. Und hier haben wir drin Fußbadekristalle Weihnachtspunsch. Zimtextrakt und Bio-Orangenextrakt. Hört sich auch richtig, richtig gut an vom Duft her.
Bin ich mal sehr gespannt. Eine Duftprobe gibt es jetzt hier leider nicht. Ja, wird auf jeden Fall mal aufgebraucht im Winter. Dann haben wir die Nummer 8 und die ist so groß wie die Ampullen gerade vorhin. Und hier sind auch Ampullen drinne. Und hier haben wir drinne die Hydroessenz, also eine Feuchtigkeitsampulle, auch zweimal wieder. Dann kommen wir zur Nummer 9 und die Nummer 9 ist hier unten. Und hier haben wir drinne einen Lippenpflegestift 1-2 Chai. Der sieht so aus. Oh, der riecht gut. Der riecht würzig, vanillig, so wie ein leckerer Chai-Tee. Ja, freue ich mich drauf. Ja, dann kommen wir auch schon zur Nummer 10 und das ist die hier. Und hier haben wir auch wieder so einen Keksstempel drin. Dann kommen wir auch schon zur Nummer 11. Und die Nummer 11 ist hier drüben so ein großes Kästchen. Und hier ist drin eine Intensiv-Sofortpflege-Fußmaske mit Bio-Zimt-Extrakt und Bio-Orangen-Extrakt. Der sieht so aus. Ja, dann haben wir die Nummer 12 und die Nummer 12 ist gleich neben der 11, also gleich hier drüben. Und hier haben wir eine Pflegedusche Weihnachtsmarkt. Also es riecht fruchtig irgendwie, also richtig angenehm lecker, also nicht zu süß oder so. Ja, wie so Bratapfel oder so würde ich jetzt fast sagen, aber überhaupt nicht süß. Also riecht sehr, sehr lecker und bin ich echt mal gespannt, wie sich das unter der Dusche verhält. Und kommen wir auch schon zur Nummer 13 und das sieht auch wieder nach Ampullen aus. Und hier haben wir Balance-Konzentrat. Das sieht so aus. Tun wir auch wieder rein. Ich habe nur Angst, dass die irgendwie aufbrechen. Ja. Als nächstes haben wir hier die Nummer 14. Und hier haben wir noch eine Handcreme drin. Das ist Weihnachtspunsch-Pin. Zimtextrakt und Orangenextrakt. Das sieht so aus. Schnuppern wir mal dran. Das riecht gut. Also dieses Orangige und dieser Zimt, das riecht richtig lecker. Also das riecht richtig, richtig toll. Gefällt mir gut. Ja, dann kommen wir auch schon zur Nummer 15. Die ist hier drüben. Und hier haben wir eine Alverde Nucte Care 5-in-1 BB Haarmaske mit Bio-Mandel und Bio-Arganöl. Wird auf jeden Fall getestet, bin ich mal sehr gespannt, wie das ist. Das gibt es, glaube ich, auch im Standardsortiment. Dann kommen wir zu Nummer 16. Das ist auch ein recht großes Fach. Das ist dieses hier. Genau, und das ist das, was hier so ein bisschen nach drüben gerutscht ist. Schaumbad Karamell hört sich auch sehr lecker an. Die Nummer 17 ist hier. Also ich krieg's nicht raus. Ah, doch jetzt. Ah, okay. Also das ist im Endeffekt ein, ja, sieht im ersten Moment aus wie ein Button, ist aber ein Spiegel. Finde ich auch sehr interessant.
Nach der Nummer 17 kommt natürlich die Nummer 18 und die ist hier unten. Hier haben wir auch wieder ein Konzentrat drin und zwar Feuchtigkeitsmaske. Feuchtigkeitskur, ich wollte schon Feuchtigkeitsmaske sagen, hier unten. Dann nehmen wir die Nummer 19, die ist hier drüben, hier. Hier haben wir drin eine Feuchtigkeitsmaske mit Bio-Wildrose und Shea-Butter für trockene Haut, finde ich auch toll. Machen wir weiter mit der Nummer 20. Die ist hier. Und hier ist, also das war gar nicht so leicht rauszukriegen, hier ist ein Wildrosenöl drin. Dieses Gesichtsöl von Alverde, das gibt es ja auch im Standardsortiment in einer etwas größeren Flasche. Ja, und das ganz normale Rosenöl, das ist richtig gut. Also für trockene Haut, abends auf die Haut, auf die gereinigte, ist es einfach richtig toll, gerade jetzt für den Winter. Deswegen bin ich froh, dass es hier drin ist. Ja, jetzt hatten wir die Nummer 20, dann kommen wir auch schon zur Nummer 21 und die ist hier oben. Und hier haben wir drin eine Winter Glow Cream. Die ist für strahlende Haut und einen wunderschönen Teint. Passt sich jedem Hauttyp an. Schauen wir doch mal. Die riecht nach Marzipan. Richtig lecker. Und die verleiht halt einfach nur so einen Glow auf der Haut. Und ich denke aber, dass die fürs Gesicht ist, ja. Also die werde ich auf jeden Fall gerne ausprobieren. Riecht richtig lecker nach Marzipan, ganz toll. Ja, dann kommen wir auch schon zur Nummer 22 hier unten. Und hier sind auch wieder Ampullen drin, und zwar eine Straffungskur. Und das sind diesmal so, so eine milchige Flüssigkeit. Ja, genau. Ja, das vorletzte Türchen ist auf jeden Fall die Nummer 23 und hier haben wir auch eine Pflegedusche drin mit Goldglitzer. Die sieht so aus. Also ich finde ja das Design von den Produkten auch richtig, richtig schön. Riechen tue ich jetzt so aus der Flasche wenig. Hier steht auch nicht drauf, nach was es riechen soll. Aber es riecht auf jeden Fall angenehm. Ja. Aber das muss man auf jeden Fall mal unter der Dusche testen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Türchen für diesen Adventskalender. Und das ist hier unten auch nochmal dieses schöne Geschenk hier. Und hier ist drin eine Bodylotion. Auch mit Goldglitzer. Also praktisch passend für Weihnachten. So, komm raus. Genau, sieht dann so aus. Und die tue ich jetzt mal hier raus. Was das Schlimme ist, auch wenn ich mich jetzt damit so eincreme, also ich könnte jetzt nicht sagen, wonach das riecht. Es riecht sehr angenehm. Das ist jetzt kein typischer Weihnachtsduft, finde ich, aber riecht auf jeden Fall sehr angenehm und passt aber schon in die Weihnachtsrichtung rein. Und der Glitzer, also es ist wirklich so ein Goldglitzer, der hier drauf ist. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ganz, ganz fein. Ja, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, Glitzer, aber wird auf jeden Fall aufgebraucht. Riecht wirklich sehr angenehm. Doch, gefällt mir gut. Ja, der Kalender ist leer.
Bis auf die Apollen, die sind jetzt noch drin. Mir hat der Adventskalender sehr, 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 sehr gut gefallen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die Adventskalender die letzten Jahre nie irgendwie erwischt. Oder wenn, dann hat es mich, glaube ich, auch nicht interessiert. Aber dieses Jahr habe ich mir echt gedacht, ich möchte jetzt auch mal ausprobieren. Und ich finde gerade so kleine Pröbchen zum Ausprobieren immer ganz gut. Und es ist auch einige Produkte hier drin, die auch im Standardsortiment drin sind, was ich natürlich auch gut finde. Und ja, das Design ist halt einfach mega süß und deswegen hat es sich für mich eigentlich schon gelohnt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und ich konnte euch ein bisschen bei der Entscheidung helfen, welcher Adventskalender es denn für dieses Jahr sein soll. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!